Hallo ihr Lieben. So, heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir eine Landschaft malen, wie man damit anfängt, worauf man achten sollte. Und ja, wieder arbeiten wir mit einer Vorlage. Das hier ist ein Foto, was ich vor ein paar Jahren mal auf Usedom gemacht hatte. Relativ einfach gehalten, mit den wunderschönen Farben Blau und Grün im Hauptteil. Meistens mache ich so, dass ich mir ein paar Fotos nehme, die ich mir nebeneinander lege. Dann muss man nicht immer genau das Bild malen, was man jetzt gerade sieht, sondern kann es auch noch ein bisschen verändern. Aber man sollte sich die Fotos wirklich hinlegen, um zu sagen, okay, das und das habe ich vor. Denn wenn man so wirklich gar keinen Plan hat, vermalt man sich. Okay, ich habe hier eine kleine Leinwand, die ist sogar von Bob Ross. Die habe ich nämlich geschenkt bekommen. Die ist zweifach vorgrundiert. Und jetzt machen wir als erstes unser Flüssigweiß drauf, damit wir nass in nass arbeiten können. Pinsel benutzen wir heute, den Landbrush, den kleinen, zum Vorgrundieren. Dann habe ich noch einen Spachtel. Dann habe ich hier meine Blumenpinsel, meinen Fächerpinsel, den Wildlife-Pinsel und den Rundpinsel. Die sollten eigentlich ausreichen, um das Bild heute zu gestalten. Okay, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, als erstes weiß. Das kleckse ich mal hier ein bisschen wild drauf. Und dann darf man nicht zaghaft sein, wenn man das verteilt. Wie gesagt, das können die Pinsel ab, deswegen nehmen wir ja die guten. Das können wir so richtig schön auf die Leinwand reiben. Das Praktische ist natürlich, wenn man jetzt diese Staffeleien von, die Keilrahmen von Bob Ross verwendet. Die sind nicht in weiß vorgrundiert, sondern in diesem schönen matten Grau. Das heißt, überall, wo ihr noch keine Farbe habt, seht ihr das auch. Also das ist der Vorteil an diesen Keilrahmen. Die sind mir persönlich ein Tick zu teuer. Auch wenn sie jetzt zweifach vorgrundiert sind, finde ich sie doch nicht so schön wie die, die ich jetzt von Artina benutze. Was mich an diesen Rahmen auch so ein bisschen stört, dass die, jetzt kann ich es mal kurz zeigen, diese sind an den Seiten geklammert. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Das ist bei Artina, die ich beim Kunstpark bestelle. Ich kriege kein Geld dafür, ne? ich mache jetzt hier inoffiziell Werbung. Ich gebe es euch nur mit auf den Weg, weil viele ja Angst haben. Oh Gott, darf ich das sagen oder nicht? Ich sage es einfach. Und wenn die das stört, dass ich das sage, dann müssen die mir das sagen. Okay, also wie gesagt, Bob Ross natürlich sehr gut. Aber die von Artina finde ich persönlich besser. So, jetzt seht ihr, fehlt mir hier oben noch ein bisschen Farbe, dann nehmt man noch mal ein bisschen nach. Ich mache das ganz gern, dass ich die komplett auch an den Rändern bemale, damit ich dann hinterher keinen Rahmen brauche, wenn das Bild fertig ist. Ich meine, dieses hier wird jetzt ein ganz einfaches, sodass ich mir das wahrscheinlich jetzt ausnahmsweise mal nicht an die Wand hängen werde. Die meisten meiner Bilder hängen natürlich bei mir an der Wand. Ja, wobei jetzt langsam der Platz etwas knapp wird und ich jetzt mal zusehen muss, ob ich nicht vielleicht ein paar davon verkauft bekomme. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach, seine Bilder an den Mann zu bringen. Deshalb verschenke ich natürlich auch viele meiner Bilder. Aber von den meisten kann ich mich nicht trennen, weil ich sie selbst so gut finde, um ehrlich zu sein. Und es ist natürlich günstiger, sich seine Sachen selbst an die Wand zu hängen, wie sich die teuer zu kaufen. Und ja, jetzt seht ihr hier, das ist relativ dick. So, das ist zu viel, deshalb nehme ich jetzt nochmal ganz kurz ein Stück Zeder, wieder ganz vorsichtig einmal mit rüber. Frische das Gröbste einmal ab, weil das Problem ist jetzt, ich habe hier so eine wahnsinnig kleine Leinwand und ich versuche natürlich auch mich zu beeilen, damit das nicht so lange dauert. Ich euch nicht so voll texte hier. Okay, so, jetzt haben wir schön das Weiß gleichmäßig verteilt. Und jetzt schrauben wir das hier erstmal wieder zu, damit das nicht austrocknet. Und dann können wir auch schon mit unserem Bild loslegen. Ich zeige das hier nochmal. Jetzt ist es ganz weiß gesprenkelt. Das ist natürlich etwas ärgerlich. ja. Also, man muss jetzt als erstes sich einmal überlegen, wie ist dieses Bild aufgebaut? Wie fange ich an? In der Nass- und Nass-Technik machen wir das ja so, wir arbeiten von hinten nach vorne.
Das heißt, als allererstes zeichnen wir jetzt bzw. malen wir unseren Himmel. Ganz wichtig ist dafür, dass wir davor einmal den Horizont malen. Das ist ganz wichtig, dass der wirklich gerade ist. Ist er ein bisschen schief oder gekippt, wirkt das Bild gleich unrealistisch. Deshalb ist das mit am wichtigsten. Farben verwende ich heute Pentanolblau, Ultramarinblau, Türkis, Saftgrün, Chromoxidgrün, Cadmiumgelb und später auch die beiden Brauntöne, die wir haben. Natürlich ganz wichtig unser Titanweiß, mit dem wir hinterher dann die Wolken zeichnen. Aber als erstes fangen wir jetzt mal an mit unserem wunderschönen Blau. Den Himmel zu malen, finde ich persönlich, macht immer am meisten Spaß. Dafür nehme ich jetzt hier das schöne, kräftige Blau. Ganz wichtig ist, dass ihr das auf der Staffel erstmal so ein bisschen abdruckt, abtupft. Ich mache das jetzt mal hier kurz mit dem Tuch, dass ihr es wirklich so abtupft, weil sonst hinterher seht ihr die einzelnen Schattierungen und Borstenspuren auf der Leinwand. Das macht immer keinen so guten Eindruck. Deswegen ordentlich immer stupfen, stupfen, stupfen. Und dann habt ihr die Farbe gleichmäßig auf dem Pinsel. Wie immer fangt ihr in den Ecken an, weil da die Farbe einfach am kräftigsten ist. Dann auf der anderen Ecke weitermachen und immer mit diesen kreuzenden Strichen. Ihr könnt auch nochmal ein bisschen andere Farbe mit reinnehmen. Ich mische mir hier nochmal ganz minimal Türkis dazu, weil ich das persönlich sehr schön finde. Dann nochmal ein bisschen mehr in die Ecken mit dem Dunklen. Weil wenn die Farben trocknen, finde ich, werden die immer ein kleines bisschen heller. So, da stupfe ich so vor. Dann wische ich den Pinsel jetzt einmal auf dem Silbertuch kurz aus. Und dann verkreuze ich das hier. Verstreiche ich das, verblende das. Genau, verblenden, so war der richtige Begriff. Mensch, manchmal kommt man einfach nicht auf die Dinge, auf die Namen. So, das verblenden wir jetzt, wie gesagt, schön. Man kann auch ein bisschen hier unten ins Wasser reinmalen, weil das wird schließlich auch gleich blau. Wichtig ist nur, wir wollen ja dann gleich hier die Reflexion malen. Da darf natürlich nicht so viel Farbe hinkommen, sonst machen wir uns schon gleich das Wichtigste im Bild kaputt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das sieht so ein bisschen trostlos aus, ich hätte schon ganz gerne noch ein bisschen mehr Blau, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich gehöre zu den Menschen, ich mag das sehr gerne kräftig. Ich möchte da immer ganz, ganz viel Blau drin haben. Diese Winterhimmel sind zwar schön, gar keine Frage, aber ich mag halt richtig Blau. Gehe ich nochmal hier frisch rein. Ihr seht jetzt auch, sind auch Pinselstriche drin. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir jetzt ganz wenig Farbe haben und die Leinwand sehr, sehr nass ist. Und jetzt verstreichen wir das hier nochmal ein bisschen mehr. Da kann man auch schon gleich so ein bisschen die Wolken mit andeuten. Das ist auch ganz schön. Deswegen lassen wir hier auch immer so ein paar Löcher, dass das schon von weitem so ein bisschen aussieht, wie als wenn da Wolken wären. So, und schon ist unser Himmel fertig. Und dann mache ich das persönlich jetzt so. Ich nehme hier meinen Spachtel und ziehe jetzt eine ganz dünne Linie. Beziehungsweise, ich bin im Linienzeichen eigentlich gar nicht so gut. Dass ich mir das immer so ein bisschen erleichter. Und das einfach vom Geodreieck so ein bisschen anhalte. Weil so einen geraden Horizont hinzubekommen, ist wirklich sauschwer. Deswegen halte ich mir das dann hier an. So. Und dann mache ich mir so ein bisschen Horizont. Dass es jetzt so ein bisschen darüber geht, ist gar nicht schlimm. Das verwischen wir hinterher alles wieder noch. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen schönen geraden Horizont. Den brauchen wir einfach, weil sonst sieht das hinterher wirklich unrealistisch aus. Was ich sehr gerne mache, da benutze ich jetzt ein kleines bisschen Bergmischung. Diese Bergmischung eignet sich wirklich, wirklich perfekt für Berge. Die ist so richtig schön flüssig. Da braucht man noch nur ganz bisschen von. Und dann kann man nämlich ganz wunderschön hier so ein paar Berge andeuten im Hintergrund. Wenn man natürlich genug Farbe auf dem Spachtel hat. So, die müssen recht flach sein, weil, wie gesagt, soll ja echt aussehen. Und wenn ihr das hier so ein bisschen zackiger macht, dann sieht das dann auch relativ echt aus. Wie gesagt, jetzt hinten sieht man die natürlich gar nicht hier auf diesem Bild, aber ich finde das immer sehr schön und die denke ich mir dann immer selbst mit aus, vor allem gerade wenn man dann den Horizont so ein bisschen, wenn der so ein bisschen schlecht gelungen ist, ist das immer eine sehr gute Möglichkeit,
den nochmal wieder zu richten. Ganz wichtig ist, wenn ihr mit den Pinseln arbeitet, jeder hat anderes Talent, jeder kann mit einem anderen Pinsel besser arbeiten. Das müsst ihr wirklich für euch selber rausfinden, mit welchen Pinseln ihr am besten arbeiten könnt. Ich persönlich kann mit den Blumenmalpinseln komischerweise sehr gut arbeiten, weil ich finde, dass die so eine wirklich schöne, glatte Kante machen. Und mit denen arbeite ich ganz viel, wo die eigentlich für Blumen gedacht sind. Jetzt ist das Wichtige, dass wir das hier einmal so ein bisschen ausschaben. Hier darf nicht zu viel Farbe drauf sein. Und das so ein bisschen dann verblenden. Wichtig ist, die dunkle Farbe wollen wir hier gar nicht haben. Das heißt, die ziehen wir jetzt so ein bisschen rüber und ziehen in unseren geraden Horizont hier lang. Immer ganz wichtig, den Pinsel nach jedem Vorgang einmal ein Zebertuch auswischen. Das macht die ganze Sache hinterher um einiges einfacher. So, jetzt haben wir schon mal unsere Berge angedeutet. Die verblenden wir hier jetzt so ein bisschen. Dass das Dunkle jetzt hier mit reinkommt, macht gar nichts. Da kommt hier gleich unser Wasser hin. Und wenn ihr euch da jetzt ein bisschen vermalt, dann macht das nichts. Dann zieht ihr halt einfach noch ein Stück und dann werden die Berge einfach ein Tick größer. So, wie gesagt, aber nicht vergessen, bei diesem Bild ist es unheimlich wichtig, wenn ihr Wasser zeichnet und eine Spiegelung machen wollt, ihr dürft dort wirklich nicht reinmalen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass mir dann so, oh, jetzt war es doch zu viel. Dann mit dem Öltuch versuchen, das nochmal ein bisschen zu wegzumachen. Aber in den meisten Fällen, das wirklich tolle, die richtig tolle Spiegelung, ist dann meistens, hat sich leider erledigt, wenn man da wirklich reinkommt. Also das ist so ein Fehler, aber da muss man wirklich wahnsinnig aufpassen, dass einem das nicht passiert. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Türkis und ein bisschen von dem Pentanol Blau. Und jetzt ziehe ich meine Striche von außen einmal nach innen. Wie ihr hier seht. Auch bis zum Berg natürlich hoch, weil da bis dahin geht ja mein Wasser logischerweise. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ganz wichtig jetzt auch, vergesst hier nicht meinen Rand. Das wäre sonst schade, wenn man den jetzt vergisst. Den sollte man gleich als erstes mitmachen. Auf der anderen Seite genauso. So, jetzt habe ich den Pinsel halt einmal gefüllt und jetzt gehe ich hier in die Mitte rein. Und jetzt ziehe ich das ganz vorsichtig von außen nach innen. Auch wenn ihr jetzt sagt, ja Mensch, da kommt doch eh gleich noch der Berg hin. Da sollte man am Anfang gar nicht drüber nachdenken, was man noch übermalt. Macht es von Anfang an ordentlich und sauber. Desto besser sieht es nämlich dann zum Ende hin aus. So, und hier muss man wirklich langsam und konzentriert arbeiten. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr Türkis, weil ich diese Farbe wirklich total gerne mag. So, und jetzt haben wir das ja hier oben, ist der Schatten ein bisschen breiter. Und nach unten hin wird er halt immer schmaler. Deswegen ziehen wir das jetzt hier noch mal schön langsam, aber sicher in die Mitte. So, ganz wichtig bei dieser Technik, immer waagerecht arbeiten. Da müsst ihr wirklich wahnsinnig drauf achten. Wenn ihr jetzt den Pinsel nämlich schräg haltet oder denkt, oh, da habe ich mich vermalt und jetzt da einen schrägen oder senkrechten Strich reinmacht, das Ganze wirkt sofort unrealistisch. Also wenn ihr mit Wasser arbeitet, Wasser malen wollt, immer nur waagerecht arbeiten. Nur so bekommt ihr wirklich das Gefühl, dass hier Wasser gemalt wird. So, und jetzt haben wir das hier. Das soll jetzt ja nicht so langweilig aussehen. Deshalb ziehen wir das jetzt nicht ganz gleichmäßig da rein, sondern da mal ein bisschen länger, da mal ein bisschen kürzer. Und schon haben wir hier eine schöne Wasserspiegelung. Jetzt nehme ich einen frischen Pinsel, der noch nicht benutzt wurde. Und damit verblende ich das Ganze jetzt nochmal. So. Einfach zackig rüberziehen, dann wird die Fläche blau. Und sieht gleich wie eine richtige Wasserspiegelung aus. Ja, wie gesagt, diese türkisen Farben sind hier bei mir jetzt etwas extrem geworden, aber
Mir gefällt das halt so und dann kann man das natürlich auch so malen. Jetzt haben wir hier oben unseren Himmel. Da wollen wir jetzt noch ein paar Wolken reinmalen. Auch wenn die jetzt auf meinem Foto nicht zu sehen sind. Ich finde Wolken persönlich immer wirklich äußerst schön. Sie sind aber auch nicht einfach. Auch wenn es, ich kenne das, ihr seht im Internet ganz viele Bilder und die Wolken sehen so perfekt aus. Wo ihr denkt so, oh mein Gott, das kriege ich nie hin. Geht mir nicht anders. Aber dazu kann ich euch sagen, für die Wolken, man braucht wirklich wahnsinnig viel Übung. Und im Internet, sage ich euch ganz ehrlich, auf den Videos, die Wolken sehen oftmals wirklich viel schöner aus, als sie in echt sind. Also das sieht hier so fantastisch aus, wenn man das malt und nur auf der Kamera sieht. Und jeder denkt so, oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Und wenn ihr dann wirklich hier live vorm Bild steht, denkt ihr so, oh, gut, das könnte ich jetzt auch. Deswegen da bloß nicht aufgeben, nicht den Mut verlieren. Das ist einfach eine Sache der Übung und eine Sache der Ansicht. Ne? Der eine findet solche Wolken schöner, der andere so. Und ich muss sagen, Wolken sind wirklich schwer. Man muss sich da echt viel Zeit für lassen. Ich persönlich mache es immer ganz gerne mit meinem Fächerpinsel. Und meistens ja, wird es halt ganz normal. Es ist jetzt nichts Besonderes. Aber es ist einfach mal, um das anzudeuten, so und so würde es aussehen. Wichtig ist eigentlich, man muss sich vorher Gedanken machen, wie sollen meine Wolken eigentlich aussehen? Sollen die oben ein bisschen dunkler wirken? Sollen die unten dunkler wirken? Was genau möchte ich mit meinen Wolken erreichen? Wie tief sollen die sein? Dieses Drauf-Los-Malen, was ich jetzt gerade mache, ist immer ein bisschen schwierig. Man sollte sich da dann tatsächlich auch wirklich vorher Gedanken machen, Mensch, wie soll mein Himmel denn tatsächlich wirken? Wie sollen die Wolken aussehen? Ich mache das jetzt hier alles nur so ein bisschen mit Wischtechnik, weil ich jetzt hier nicht den Mega-Himmel malen will, weil das einfach zu zeitaufwendig wäre. Aber jetzt, wenn man hier jetzt nochmal so ein bisschen Cumulus-Wolken reinzeichnen möchte, dann geht das so auch ganz gut. Ich muss jetzt gestehen, dass das jetzt hier der falsche Pinsel ist. Das ist wieder mein Blumenmalpinsel. Ich kriege den einfach nicht aus den Fingern. Dafür sollte man eigentlich diesen Pinsel nehmen. Den normalen, wie nennt er sich noch? Landscape Brush. Der ist gerade für Wolken. Der ist super. Der ist jetzt auf dieser kleinen Wand. Ich habe jetzt hier, das ist glaube ich 20x30. Zu klein. Quatsch. Die Leinwand ist zu klein für diesen großen Pinsel. Das wirkt einfach nicht, ne? Ich kann jetzt das nochmal hier zeigen. Wichtig ist, dass ihr immer mit dieser äußeren Kante malt. Und dann im Pinsel habt ihr ein bisschen unten dunklere Farbe, oben das schöne Weiß. Und dann immer mit diesen kreisenden Bewegungen. Ich will jetzt auch nicht zu viel malen, weil wie gesagt, da kommt ja gleich noch unser schöner Busch hin. Und dann immer mal wieder frische Farbe aufnehmen. Und schon sieht das aus, als ob wir jetzt hier wirklich solche mega Wolken haben, die jetzt hier gleich, als ob hier jetzt gleich ein Gewitter kommt. Ich liebe ja solche Wolken. Das muss auch gar nicht so perfekt aussehen. Wie gesagt, das Bild soll in erster Linie euch gefallen. Was wichtig ist, malt das nicht, um zu sagen, oh, ich will mein Bild unbedingt verkaufen. Das ist dann wahnsinnig schwer, dem Kunden das recht zu machen, wie er gerne ein Bild haben möchte. Wenn ihr anfangt zu malen, denkt nicht darüber nach, was gefällt der Macher, sondern guckt, was gefällt euch. Euch soll das Bild gefallen und das ist das Wichtigste und es soll Spaß machen. Okay, jetzt haben wir hier hinten unsere Wolken fertig, unser Himmel ist fertig. Jetzt fangen wir mal mit dem Baum hier vorne an. Dafür nehme ich jetzt den Rundpinsel. Wie ich den male, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht, weil das alles so feine Blätter sind. Aber ich fange einfach mal an mit so ein bisschen Stupfen. Da sehe ich jetzt, das Grün ist zu hell. Das heißt, ich nehme mir etwas Mitternachtsschwarz und vermische das ein wenig. Wenn ihr das so mit dem Pinsel macht, dauert das natürlich unwahrscheinlich lange. Ihr könnt es auch mit einem Landbrush machen wieder. Damit kann man das ganz schön andeuten. Wichtig ist immer eigentlich, dass ihr mit Dunkel anfangt. Denn wenn ihr gleich mit hell anfangt, so wie ich das eben gemacht habe, ist es unwahrscheinlich schwer, da Highlights dann reinzusetzen. Die Highlights wirken wirklich nur, wenn ihr es dunkel gemacht habt. Ich nehme jetzt mal ausnahmsweise hier den Fächerpinsel. Und stupfe das mal, dann geht das ein bisschen schneller. Wie gesagt, im Dunkeln perfekt, ne? Also Highlight setzen, hinterher, das macht man ganz zum Schluss. Ich habe jetzt hier
schwarz mit Saftgrün gemischt. Und einfach hier vorsichtig aufstopfen. Seid vorsichtig, dass ihr nicht zu viel Farbe in den Pinsel habt. Sonst wird das natürlich auch wieder unrealistisch, weil es ist sonst ein einziges Gematsche. Also das habe ich am Anfang meiner Bilder auch gehabt. Ich habe einfach zu viel Farbe genommen. Bei dieser Technik, bei dieser Nass-Nass-Technik, ihr braucht wirklich nur ganz, ganz wenig Farbe. Es ist unglaublich, mit wie wenig Farbe man da auskommt. Sobald man da zu viel hat, gerade wenn ihr richtige Landschaften malt und das dann hier im unteren Bereich weitergeht, ja, zu viel Farbe und ihr könnt das Bild eigentlich vergessen. Sage ich euch ganz ehrlich. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Gelb nochmal. Ein bisschen Highlights. So, hier scheint so ein bisschen die Sonne drauf. Nicht zu viel. Ganz wichtig ist auch, lasst die dunklen Stellen ja stehen. Nicht eine komplett helle Pampe da drauf malen. Das sieht dann auch wieder nicht schön aus. Und ganz wichtig, den Pinsel immer mal wieder an dem Zebertuch abwaschen. So, jetzt ist unser Baum hier oben erstmal fertig. Und jetzt kommt unser Hügel hier hinten. Und dafür nehme ich jetzt wieder Saftgrün, etwas Schwarz. Und das mische ich hier ordentlich auf meiner Palette. Weil wir, wie gesagt, mit dem Dunklen anfangen. Den Zaunpfahl müssen wir jetzt nicht unbedingt mitmalen. Ich fange jetzt erstmal mit dem Grün an. Ganz wichtig ist, dass ihr oben, dass ihr mit der unteren Ecke auftischt. Dann bekommt ihr hier diese wundervollen Striche, die das schon andeuten, als ob das Baumkronen wären. Das erleichtert uns natürlich unheimlich die Arbeit. Wie gesagt, recht dunkel anfangen. Und dann immer so ein bisschen hocharbeiten, dass wir hier schon mal die Grundfarbe drin haben. Und dann kann man das schon fast so lassen. Schön ein bisschen stupfen, damit jetzt auch hier kein Blau mehr zu sehen ist. Wenn man hinterher dann das Blau vergessen hat, ärgert man sich da wahnsinnig. Das wäre nicht so schön. Und jetzt seht ihr hier, habe ich Grün benutzt. Schon ein bisschen hell, ne? Also man hätte da tatsächlich ein bisschen dunkler arbeiten können, aber das macht gar nichts. So ist es auch erstmal in Ordnung. So, wenn wir jetzt hier nochmal ein paar Bäumchen andeuten wollen, dann nehmen wir uns da ein kleines bisschen von Dark Brown und Dunkel Sienna. Ein bisschen Schwarz haben wir noch auf der Palette. Und dann zeichnen wir uns hier erstmal ganz vorsichtig ein paar Baumstämme vor, die jetzt hier also einfach in diesem Grün stehen. Das ist immer ganz gut, dass man so ein bisschen so eine leichte Orientierung hat, wo jetzt die Bäumchen sind. Machen wir gar nicht so viele, weil die Bäume ja noch hier sehr weit weg sein sollen. Das deuten wir nur so ein bisschen an. Und dann gehen wir nochmal wieder mit unserem schönen Fächerpinsel da rein. Nehmen jetzt hauptsächlich Saftgrün, damit das so eine schöne strahlende Farbe ist. Und deuten dann hier tatsächlich nochmal ein paar einzelne Tannen ein, die der Betrachter sich dann auch nochmal rauspicken kann. Und nochmal tatsächlich ein bisschen doller sieht. Ganz wichtig ist hierbei, achtet darauf, dass ihr nicht zu wenig Farbe auf dem Pinsel habt. Weil sonst zieht ihr die Farbe, die schon drauf ist, einfach nur wieder ab. Damit es ein bisschen heraussticht, nehme ich jetzt hier nochmal ein bisschen Chromoxidgrün. Das seht ihr hier auch, dass es ein bisschen mehr auffällt. Und dann einfach vorsichtig mit der Ecke von eurem Fächerpinsel. Wenn jetzt die Bäume sich so ein bisschen überschneiden, das ist überhaupt gar kein Problem. Das macht jetzt nichts. Die Bäume stehen jetzt hier nicht im Vordergrund von unserem Bild. Das ist einfach nur, dass wir hier, dass ich das so ein bisschen unterscheide. Dann malen wir hier noch ein paar kleine Büsche. Hauptsache, wir haben hier noch mal ein paar andere Farbtupfer drin. Ihr könnt auch in eure Grün, das ist ja in dem Chromoxid, immer so ein kleines bisschen Blau noch mit reinmischen. Oder geht auch noch mal ins Gelb rein. Um dann noch mal ein paar andere Farbakzente zu haben. Das hebt sich dann immer ganz schön ab. Und dann einfach noch mal hier grob ein bisschen rüber.
Das wirkt, wenn man etwas weiter weg steht, immer total schön, als ob da ganz viele Bäume stehen. Und schon habt ihr da einen wunderschönen grünen Hügel. Jetzt ist die Frage, ja, hier hinten seht ihr, vielleicht ist noch so ein kleiner Wellenbrecher, den können wir sonst auch noch mal kurz andeuten. Da ist jetzt ganz wichtig, dass man sich da wirklich, schmeiß weg, einen ganz sauberen Pinsel nimmt. Ich habe dafür immer meine kleinen Extra-Pinsel. Da habe ich noch nicht den perfekten Pinsel gefunden, mit dem man so schön wirklich weich malen kann. Und dann deuten wir den Wellenbrecher hier noch mal ganz kurz so ein bisschen an. Und wenn ihr jetzt noch sagt, Mensch, boah, das Meer gefällt mir jetzt auch nicht ganz so gut, dann kann man da auch noch so ganz Miniaturwellen reinzeichnen, die so ein bisschen den Strom andeuten. Dafür nehmen wir Weiß, gepaart ein ganz bisschen Blau, aber nur ein ganz bisschen. Und dann können wir hier so ein bisschen wellenförmig so tun, als ob hier unsere schönen Wellen ankommen. Wie gesagt, wichtig, hier muss man auch dann wieder mit einem sauberen Pinsel arbeiten. Und ganz vorsichtig, ne? Sobald ihr hier ein bisschen zu viel Schwung drin habt, sieht das Ganze schon etwas merkwürdig aus. Ihr braucht ja auch nicht viel Farbe. Es reicht eigentlich schon, wenn ihr auf der Farbe, die hier vorhanden ist, so ein bisschen lang zieht. Das, was wir jetzt machen, sind so ein bisschen, wir deuten so ein kleines bisschen die Schatten an. Und desto weiter ihr weggeht, müsst ihr natürlich wieder gerade kommen. Hier vorne kann man die so ein kleines bisschen schräg zeichnen. Aber desto weiter man nach hinten ist, wie gesagt, immer waagerecht zeichnen. Es sieht sonst, wie gesagt, total unrealistisch aus, wenn man da zu gerade kommt. Und jetzt haben wir hier vorne, hier unten noch mal so ein bisschen Strand. Und dafür nehmen wir jetzt unser Ockergelb. Ocker eignet sich hervorragend, um damit Sand anzudeuten. Ein bisschen gemischt mit Dunkelsienna. Dann zeigen wir hier nochmal unseren kleinen Strand. Und zwischendurch, wenn ihr so am Arbeiten seid, wenn ihr mit den Grundfarben fertig seid, kann ich nur empfehlen, reinigt einmal euren Arbeitsplatz. Ich habe jetzt hier den Fehler bei mir. Ich kann jetzt ja nicht so viel meinen Platz nebenbei reinigen, weil sonst kostet das so viel Zeit und das interessiert dann hinterher keinen. Ich habe hier einen Matsch auf meinem Platz, das ist Wahnsinn. Also ganz wichtig für gutes Arbeiten, für saubere, anständige, tolle Bilder, ganz wichtig, ein sauberer, gepflegter Arbeitsplatz. Mit dem Pinsel, den ich jetzt male, das ist wieder dieser Wildlife Brush. Da eignet sich hervorragend eigentlich für alles. Mit dem kann man so tolle Sachen machen. Und jetzt habe ich hier meinen kleinen angedeuteten Strand. Wie ihr seht, ist er jetzt ein kleines bisschen dunkel geworden. Ich gehe jetzt nochmal wieder hier in mein Weiß ein bisschen, um das hier nochmal ein bisschen heller zu machen, weil wir wollen ja hier andeuten, dass hier wirklich die Sonne total drauf strahlt. So, das gleiche machen wir hier auf dem Wellenbrecher auch nochmal. Da deuten wir jetzt auch nochmal ein bisschen mit Braun an. So, und schon haben wir da unten unser Strand und unser kleines hübsches Bild ist eigentlich schon fast fertig. Was ich sehr gerne in meinen Bildern mache, das müsst ihr selber gucken, ob ihr das auch machen wollt. Leben, Leben, Leben. Leben kriegt man immer am besten durch Tiere, finde ich persönlich. Ich liebe es. In jedem meiner Bilder sind eigentlich irgendwo Möwen drin. Gerade so am Wasser. Immer so ein paar angedeutete Möwen. Das ist das Schönste, was man machen kann, finde ich. Dann lebt das Bild sofort. Und wenn ihr euch da vermalt, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann malt ihr die Möwe ein bisschen größer, dann ist sie eben dichter. Guckt da ganz hinten nochmal eine ran. Ganz wichtig, übt das vorher einmal auf einer anderen Leinwand, weil wichtig ist natürlich die Symmetrie der Flügel. Wenn ihr da jetzt einen Flügel da habt, so fliegt ja natürlich keine Möwe. Also es gibt, ich male immer so meine drei Standards. Hier die hebt die gerade Flügel, da ist ganz breit und nochmal eine andere. Das ist halt, wie gesagt, auch, da kann man, wie gesagt, fangt ganz klein an. Mit einer ganz kleinen Mini-Möwe wird die nicht so gut, könnt ihr sie etwas größer malen. Okay, wenn ihr jetzt noch ein Highlight setzen wollt, dann ist jetzt hier ganz hinten noch so ein kleines Bötchen, was da lang schwimmt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so.
Segel angedeutet. Und fertig. So, das war das erste Landschaftsvideo. Das zweite, das erste war ja die Heide, aber hier mit ein bisschen mehr das erste. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Das nächste Mal male ich ein etwas größeres Bild, aber wie gesagt, ich will ja auch nicht, dass ihr zu lange zugucken müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Malen. Bis dann. Tschüss.